So, heute mal ein Video zum Fido D4S. Das Fido D4S, das ist ein 20 Zoll E-Bike, Pedelec. Bei Pedelec sind wir schon gleich beim Thema. Ja, viele sagen, ja, nicht für den Straßenverkehr zugelassen, wegen dem Gasgriff. Ja, die Aussage stimmt natürlich, ja. Aber was natürlich nicht weiter erwähnt wird, ist, dass der Gasgriff durch wenige Minuten Aufwand einfach demontiert werden kann, ja. Und dann ist es natürlich ein ganz normales Pedelec. Warum? Weil es hinten 250 Watt Motor drin hat und weil es dann nur noch durch den Pedal Assist sozusagen angetrieben, durchs Treten angetrieben oder unterstützt wird. Ja, ist eine ganz einfache Sache. Ich persönlich sage immer, wer sich unauffällig verhält, wer nicht wie ein Bekloppter durch die Gegend rast, der sollte diesen Gasgriff dran lassen. Ist natürlich immer ein gewisses Risiko, aber es ist auch eine tolle Anfahrhilfe und eine Anfahrhilfe wäre theoretisch bis 6 km/h erlaubt. Ja? Bis zur höchsten Geschwindigkeit hier offen ungefähr 38 km/h oder nicht offen 25 km/h wäre natürlich nicht erlaubt und im Fall des Falles wird man von der Polizei erwischt, muss man natürlich auch mit entsprechenden Strafen rechnen. Ja? Ich fahre jetzt seit 10 Jahren oder vielleicht sogar 15 Jahren schon E-Bike. Mir ist noch nie was passiert. Ich sage immer, ich bin anständig erzogen. Ich nehme Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und ich rase nicht wie so ein Blöder. So, das vorab. Jetzt mal zum Fahrrad selbst. Ja, das Fahrrad kommt in einem kleinen Karton an. Das wird im Regelfall zuverlässig aus England oder Polen, wo auch immer, aus europäischen Lagern zugesandt, ja, und wenn man es auspackt, geht der Aufbau eigentlich relativ fix. Es ist zu 85% circa vormontiert. Der Lenker muss noch montiert werden, ein paar Einstellungen gemacht werden. Das Einzige, was ein bisschen länger dauert, sind die Schutzbleche, wenn man sie benötigt. Ja, da kann man schon so eine halbe, dreiviertel Stunde sich mit beschäftigen, ja. Ich persönlich finde auch, dass die Potten hässlich aussehen, aber jetzt zu dieser Jahreszeit sind die natürlich notwendig, ja. So, ich gehe mal nah ran, damit jeder mal einen Eindruck hat hier vom Fido D4S. Die Bremsen, Scheibenbremsen vorne, hinten, die packen gut zu. Die sind aus meiner Sicht absolut ausreichend. Ja, der Sattel ist natürlich schön verstellbar, hat auch eine schön lange Sattelstange. Der Sattel ist bequem, hat jetzt keine Lüftung für Leute, die am Po schwitzen, aber in einer kalten Jahreszeit kommt es auch eher selten vor. Ja, und ja, hier ist natürlich der Schalter fürs Licht und für die Hupe. Eine elektrische Hupe wäre gesetzlich auch nicht zugelassen, ist dran, ja. Es darf nur mechanisch geklingelt werden. Wir haben in Deutschland halt viele Regeln. Ja, da darf jeder selber drüber nachdenken, ob die sinnvoll und zweckmäßig sind oder nicht, ja. Hier ist der berüchtigte Gasgriff, wo viele halt der Meinung sind, dadurch ist es nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Ja, es stimmt, aber was macht man? Man nimmt einfach hier das Stück ab. Mit einem Imbus löst man den Gasgriff, zieht den auch ab und ersetzt dann den gesamten Griff durch andere Griffe. Ja, und wenn er demontiert ist, ist es auch ein ganz normales Pedelec. Wir haben hier 6 Gänge. Die Gangschaltung ist auch absolut in Ordnung. Ja, kein Highlight, aber sie schaltet. Sie tut das, was sie tun muss. Und ja, man kann nicht meckern. Ja. Ein absolutes Highlight, finde ich, ist auch die Bereifung von Kenner. Ja, man sieht auch das Profil. Die sind also wirklich top. Man kann auch mal über eine Glasscheibe fahren. Oder eine Glasscherbe natürlich, nicht Scheibe. Und muss trotzdem nicht gleich einen Platten befürchten. Und die haben insgesamt auch einen super Grip. Ja. Die Schweißnähte ist auch so eine Sache. Viele Fahrräder oder E-Bikes sollen nicht so wertig sein. Ich konnte hier mit meinen Erfahrungen, ich bin jetzt hier so mehr oder weniger Laie, eigentlich nichts feststellen, wo man jetzt irgendwelche Bedenken haben sollte. Ja. Alles ist eine wirklich Top-Qualität. Man darf ja jetzt nicht vergessen, dass man nur ca. 600 Euro dafür zahlt. Hier ist der Hebel, um die Klappfunktion zu nutzen. Ja. Einfach den Sicherungsbügel hochmachen, aufklappen und gut ist. Ja. Also wie gesagt, das Fido D4S, das fährt sich wirklich super. Es hat wenig Spiel in den einzelnen Bauteilen. Und was natürlich enorm genial ist, ist halt das Gewicht von ca. 18,5 Kilogramm. Ja? Also es ist wirklich sehr handlich, sehr schnell und ja, man hat einfach viel Freude für wenig Geld. Wenn man jetzt mal bedenkt, dass man im deutschen Fahrradhandel wahrscheinlich 1000 Euro aufwärts zahlen müsste. Ja,
Ich hoffe, das Video hat euch einen kleinen Eindruck vom Fido gegeben. Und ja, manchmal ist ja ein Video besser als irgendwelche Bilder aus dem Internet. Ja, die Reichweite, wenn da noch Leute Fragen haben, die ist natürlich wie immer abhängig von vielen Faktoren, von seinem eigenen Körpergewicht, von der Fahrstrecke, sind da viele Gefälle dabei oder Steigung natürlich. Und ja, ich sage mal, 40 Kilometer kommt man mit einer Akkuladung immer. Ja, alles was darüber hinaus ist auch möglich. Ja, bis zu 80 Kilometer gibt ja der Hersteller an, aber das ist wirklich wahrscheinlich zu positiv. Dann darf man nur die geringste Unterstützung wählen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.